Lieber Herr Professor Dr. Günther Krings, Sie sind parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Dieses ist unter anderem zuständig für die innere Sicherheit, aber auch für Themen wie politische Bildung oder Bauen und Wohnen. In welchen dieser Bereiche sehen Sie durch die zunehmende Digitalisierung das größte Entwicklungspotenzial und warum? Also alle diese Bereiche, die das Bundesinnenministerium umfasst, und wir sind ein großes Ministerium, sind relevant für Digitalisierung oder Digitalisierung relevant für uns. Nehmen wir das Thema Sicherheit, da gibt es erstmal große Herausforderungen, dass wir Gefahr laufen, dass wir Strafverfolgungen, dass wir polizeiliche Ermittlungen gar nicht mehr durchführen können, wenn nur die Kriminellen besonders trickreich mit neuen Medien und neuen sozialen Kommunikationsplattformen arbeiten. Das heißt, da müssen wir Gesetze anpassen. Aber es gibt eben auch Chancen, wenn man dann an intelligente Videotechnik und ähnliche Dinge erinnert, wo wirklich auch Sicherheit verbessert werden kann. Wir haben natürlich im Bereich der politischen Bildung ein großes Thema für digitale Anwendungen, wo wir auch Menschen, junge Menschen vielleicht auch insbesondere für politische Inhalte durch digitale Instrumente begeistern können. Und wir haben natürlich auch den Bereich des Bauens, der bei uns neu im Ministerium ist, wo es deutlich auch neue Anwendungen gibt im Bereich von Smart Cities etwa, wo mit Digitalisierung nicht nur mehr Sicherheit in den Städten, aber auch mehr Komfort und mehr Nutzerfreundlichkeit erreicht werden kann. Aber noch wichtiger ist eigentlich ein Querschnittsthema, was uns auch auszeichnet. Wir sind ja nicht nur das Sicherheits-, Bau- und politische Bildungsministerium, sondern auch das Ministerium, was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt maßgeblich zuständig ist. Und da kann eben auch quer durch andere Generationen können digitale Nutzungen unser Leben, selbstbestimmtes Leben bei jungen Menschen, aber auch gerade eben noch im Alter, besser, vereinfacher ermöglicht werden. Und diese ganze Bandbreite beschäftigt uns. Insofern haben wir zwar zwei Abteilungen, die Digitales im Namen führen oder im Hauptauftrag führen, aber eigentlich ist eigentlich auch bei uns jede Abteilung in diesem Bereich aktiv. Gerade in der Diskussionsrunde, bei der ich auch zuhören konnte, ging es auch viel um die Konnektion zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit auch. Und das ist immer wieder in der Debatte. Und meine Frage ist jetzt, wie können wir das zusammenbringen? Denn häufig wird momentan abgewogen zwischen Datenschutz und Bequemlichkeit. Aber wie können wir das vielleicht auch verbinden? Also erstmal müssen wir akzeptieren, dass es so eine Verbindung geben muss. Also insofern, früher haben sozusagen die Datenschützer, aber auch diejenigen, die sich um Datensicherheit gekümmert haben, die Messlatte für die Sicherheit, für den Datenschutz ganz, ganz hochgelegt. Das Ergebnis war, fast alle sind locker drunter durchspaziert und haben sich dann irgendwie einfache Dinge von Facebook und anderen besorgt, wo sie sich identifiziert haben und haben die staatlichen zu sperrigen Mittel, die angeboten worden sind, wie der E-Personalausweis, der wurde eben zu wenig genutzt. Insofern müssen wir beides zusammenbringen. Wir müssen Bequemlichkeit, Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit zusammenbringen. Da gibt es auch Möglichkeiten. Früher haben wir im Datenschutz gesagt, auch aufgrund verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, Datensparsamkeit das oberste Gebot. Und am besten, jedes Datum, was nicht erhoben wird, ist gut. Das ist heute einfach unrealistisch. Und aus dem Grund bin ich sehr dafür, dass wir beispielsweise ein Once-Only-System anbieten. Das heißt aber auch, der Staat muss irgendwo zentral oder jedenfalls vernetzt die Daten der Bürger haben, auch in vielen, vielen Bereichen. Aber der Bürger muss die Kontrolle behalten. Also ich kriege dann ganz praktisch eine SMS vielleicht, die mich fragt, bist du einverstanden, dass Behörde A mit Behörde B dein Datum teilt? Und ich kann Ja oder Nein sagen. Wenn ich Nein sage, muss ich dann vielleicht nochmal extra hin und habe noch einen weiteren Verwaltungsgang. Aber dann ist es halt so, diese Kontrolle muss der Bürger behalten, aber die Bequemlichkeit des Austauschs, die muss vorhanden sein. Und da gibt es noch viel, viel, was wir auch lernen können übrigens von der Industrie, von der Wirtschaft, die das sehr nutzerfreundlich macht, aber eben oft zu wenig sicher. Als letztes Thema nochmal ganz speziell auf diesen Digitalblock in Richtung Plattformen, was hier die größte Rolle spielt. Welche Rolle spielt Sicherheit im Bereich der Plattformökonomie? Also Plattformen sind dominant. Wir alle nutzen diverse Plattformen, auch wenn wir es vielleicht gar nicht als wissen oder als solche die Plattform erkennen. Aber letztlich, wenn man ehrlich ist, sobald man sich mal für eine Plattform entschieden hat, sind wir eigentlich beim Thema Sicherheit als Nutzer dieser Plattform ausgeliefert. Und deshalb müssen wir auch bestimmte Mindeststandards definieren. Das tun wir auch in staatlicher Gesetzgebung. Ich glaube auch, da wo es möglich ist, sollten wir es auch mit europäischer Gesetzgebung tun oder noch besser darüber hinaus, sozusagen, dass wir weltweite Standards versuchen zu etablieren. Da müsste Europa Vorreiter sein. Insofern, Plattformen sind entscheidend, aber Plattformen sollten auch nicht alles machen dürfen, was sie wollen. Auch sie sind Gegenstand staatlicher Regulierung. Vielen Dank für das Interview.